Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Ich bin mal so gerade so ungefähr 200 Kilometer Richtung Nordwesten gefahren und bin in Holland gelandet, und zwar in der Nähe von Amsterdam, genauer gesagt in Hilversum. Und hier bin ich auch wiederum in einem, ja, in einem Studio, wo wirklich Geschichte gemacht worden ist, nämlich in einem Studio mit dem Namen Whistlelord. Neben mir steht oder sitzt Ronald. Ich hoffe, ich habe das soweit richtig ausgedrückt. Genau. Okay. Dieses Studio, was es damit auf sich hat und wo da die Verbindung zu Auro 3D ist und dann wiederum zum Dennis hier, weil er hat nämlich mit Auro 3D auch was zu tun, das möchte ich jetzt in den nächsten Minuten mal erklären. Ich habe also hier eine freundliche Einladung bekommen, nachdem ich gehört habe, dass hier ein ganz großes Projekt gerade, ja, ich sag mal, fertig geworden ist, was mit Auro 3D zu tun hat. Ich frage jetzt mal Ronald, wir haben versucht, das in Deutsch-Englisch, werden wir es jetzt mal probieren. Ich werde auch langsamer sprechen. Okay. Was habt ihr gerade hier gemacht und was sind die Whistlelord Studios? Die Whistlelord Studios sind ein Studiokomplex mit im Moment zurzeit zwei Recording Mix Studios, zwei Mastering Raums und einen Vintage Raum, die alle so weit konstruiert sind, dass sie Auro 3D fähig sind. Whistlelord ist 33 Jahre alt und ist für 5 Jahre von einer Gruppe Investoren, unter anderem mich, übernommen und wieder neu gebaut, weil das war eigentlich fast untergegangen von den damaligen Besitzern, und die haben nichts mehr gemacht damit. Wir haben dann das genommen, die renoviert, restauriert, Teil neu gebaut. Und wenn wir das gemacht haben, weil ich in der Vergangenheit auch mit Galaxy verbunden war und wusste von Auro 3D und die Entwicklungen, bin ich zu Wilfried gegangen und habe gesagt, sag mir doch mal bitte, was die genauen Spezifikationen sind für die Regieräume, dann baue ich die nämlich so, damit die Auro 3D fähig sind. War, ich glaube, an dem Format. Und jetzt 5 Jahre weiter fast, sind wir so weit, dass wir mittlerweile schon 2 richtige große Auro 3D-Produktionen gefahren haben. Einmal das Mando Diao-Album und jetzt von Chesto das Album von 8 Jahre alt. Jetzt helf mir mal, ich habe mir gerade die Namen vergessen. Elements of Life. Ja, der Dennis ist nämlich Producer von Tiesto, von dem Album. Ist das soweit richtig ausgedrückt, richtig gesagt? Genau, ja. Ich habe das mit Tiesto produziert und in Stereo. Und jetzt kam Auro 3D zu mir mit der Frage, können wir das auch in Auro mixen? In Whistlelord Studios. Ich habe kein Studio jetzt mit einem Auro Setup, aber das war kein Problem. Wir waren angefangen in Whistlelord und es war ein wunderbares Produkt, ja. Ja, Erlebnis, ja. Entschuldigung für mein Deutsch. Okay, Erlebnis ist das richtige Wort. Das erleben wir immer, dass die Leute, die jetzt bei uns in den letzten Wochen in den Studios waren, sagen, wow, ich höre zum ersten Mal ganz neue Musik. Wie ist Tiesto auf die Idee gekommen, dann Auro 3D zu machen? Er hat es auch mal gehört und gesagt, okay, ich nehme mal, das Album ist ja bereits 8 Jahre alt, ne? Ist ja auch ein Zeichen dafür, man kann Auro komplett neu abmischen. Was braucht man dafür? Vielleicht frage ich erstmal ihn, was braucht man dafür, um Auro dann wieder abzumischen? 9 Lautsprecher und einen Raum, und ein Mischpult, das Auro-fähig ist. Man kann das innerhalb einer Workstation auch machen, aber wenn man ein Mischpult hat und einen Akustikraum mit 9 Lautsprecher, die nach den Auro 3D-Standard eingemessen und eingerichtet sind, kann man zu spektakulären Resultaten kommen. Und dann ist es einfach Frage, was war in der Zeit verfügbar als Material zu mischen. Und in der Dance-Szene, in der Electronic Music in der Zeit, wird eigentlich nur in Stems oder Gruppen gemischt und nicht mit individuellen Instrumenten wie bei einer Rockband oder ein klassisches Orchester. Aber
Trotzdem hat man da Sequences und Synthesizers, die in Layers aufgenommen werden oder rausgebaut, so wie wir das nennen, also separat rausgenommen werden, die dann das komplette Mix wieder aufbauen. Und man hat natürlich, wenn Stimme da ist, die separat, sehr wichtig, die Bassdrum separat, das ist eigentlich das Wichtigste, Bassdrum und Bass. Und dann die verschiedenen Elemente und Layers von Klang, die erzeugt haben. Das Interessante dabei ist, dass es 8 Jahre alt ist und du kriegst bei mancher Nummer vielleicht 8 Spuren, 8 Sources und bei anderen 40, wenn sie ein bisschen moderner sind. Aber die sind eigentlich noch moderner als das, was jetzt ist. Es ist eigentlich so modern wie morgen, weil man nimmt das und fängt damit an zu mischen und hört dann erstmal, was eigentlich komponiert geworden ist und dass das in manchen Fällen wirklich komplizierte Musik ist. Gar nicht so einfach, wie man denkt, dass es ist, wenn man den Beat hört mit der Musik drumherum. Das ist, wo man oft merkt, dass man denkt in der Dance-Musik, ah ja, das ist ein Bassdrum und ein paar Beats und los geht's, Party. Das tut das ja, aber es ist sehr wohl komponiert und geschrieben für die Mensch, dass er tanzt. Und die Klänge erzeugen gewisse Reaktionen. Und es ist manchmal sehr komplex, wie das zusammengebaut ist, weil wir gemischt haben, wo ich da gesessen habe und zu Dennis auch gesagt habe, Mann, du warst ja deine Zeit 10 Jahre voraus, wenn man das damals gemacht hat. Weil was wir hier dann in dem Mission von Chester gemacht haben, ist so modern, und das funktioniert aber hervorragend mit neuen Lautsprechern. Auch sogar so viel besser, dass die Musik eine komplett neue Dimension bekommen hat. Und eigentlich Neues. Obwohl sie alt ist. Obwohl sie alt ist. Das heißt, nachdem ihr also überzeugt war, Auro 3D zu machen, seid ihr ins Studio gegangen und habt dann eben eure alten Bänder mitgenommen und dann habt ihr hier gesessen. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? I'm going to do this in English. I think Ronald was doing 2 weeks of mixing. So I participated at several stages, from the very beginning to right at the end at mastering, and somewhere in between sometimes. So I think roughly it's about a track a day, so you can really take your time to, you know, get to know the track and play around with it, actually. Also er hat circa 2 Wochen an dem gearbeitet und es war eben so, dass man eigentlich mehr oder weniger ein Musikstück am Tag hier abmischen konnte, was ja dann auch schon meistens ein längerer Tag als 8 Stunden ist, schätze ich mal. Ne? So, ne? Das geht auch bei euch, ihr arbeitet ja auch Tag und Nacht immer hier, ne? Ja, so 10 Stunden am Tag, locker, ja. Okay, und das Endergebnis ist ja jetzt schon fertig. Wann kommt die, das ist jetzt eine pure Audio, ne? Wo wir ja Auro 3D drauf haben werden. Wann wird genau die veröffentlicht? Ich glaube, es ist am 1. Dezember. Das deckt sich auch mit meinen Informationen. 2014. Also in 3 Wochen. Ja. Ja. Super. Und dann in ganz Europa. Weltweit sogar, glaube ich. Weltweit sogar, glaube ich. Okay, und wir sind mittendrin. Wenn ich jetzt mal, Auro 3D, habt ihr ja zum ersten Mal gehört vor paar Monaten. Ziel der ganzen Geschichte ist, welche gewesen? Musik einfach nur neu abzumischen? Oder er sagt ja gerade, es hört sich unheimlich realistisch an oder realer einfach in dem Fall an. Jetzt ist das ja Dance-Musik, da gibt es ja, es ist ja keine Konzert-Live-Aufnahme. Wie, nach welchen Kriterien mischt man das sowas nachher ab? Was macht man da an Effekten beispielsweise? I think with dance music, with electronic music, you know, you have complete freedom, as you can synthetically create everything. And then if you go into multi dimensions outside of stereo, you have full spectrum in every speaker. And as far as I experienced the difference between stereo and surround, which is a big difference to me, I could experience the difference between surround and 9.1 as much as a difference as between stereo and 5.1. So there were some tracks on there which especially use these features because we had sound effects in the back, but they were full range sound effects. So, and normally if you have a stereo mix, you would cut off, you know, low end and stuff because it gets in the way of the kick drum and the bass line.
But for some reason, in the original stems, I had left it all in. So I somehow managed to sort of mix that in into the stereo mix already, but it wasn't as apparent, of course. But once it was unfolded into 9.1, I sort of had this feeling of as maybe this was how it was supposed to be sounding. 8 years ago. Yeah, but it wasn't. It was not possible. No, but we had two speakers, so. Okay, ich mit meinem bisschen Klavier, was ich früher in der Schule gelernt habe, muss gucken, ob ich mit den Fachbegriffen klarkomme. Also schlussendlich, er hat einfach die Möglichkeit gehabt, endlich mit Auro 3D die Musik so wiederzugeben, wie sie eigentlich vor hätte 8 Jahren schon wiedergeben können sollen. Was aber nicht ging, weil wir ja nur 2 Lautsprecher haben. Also er kann es regelrecht entfalten alles. Er kann eben, weil es ja auch mehr oder weniger synthetische, elektronische Musik ist, kann er ja mit wirklich spielen, künstlerisch spielen und auch die Stimme nach dort setzen. Er kann entsprechende Hintergrundeffekte einfahren und so weiter. Wir können das ganz klar bestätigen, weil wir haben Mando Diao bei uns beispielsweise im Studio und es ist wirklich faszinierend, wie sich das Lied in Stereo anhört und wie es sich plötzlich öffnet, weil es in Auro 3D wiedergegeben wird. Und wenn man dann wieder zurückschaltet auf Stereo, ist immer erstmal ungläubiges Staunen, weil die Leute sagen, wie? So habe ich zu Hause gehört, das hört sich ja ganz flach an. Ist der Lautsprecher noch okay? Also es ist eine vollkommen neue Dimension, die eben nicht nur mit dieser Ebene zu tun hat, sondern wirklich nach oben hin öffnet und dort wirklich, wir sind umgeben von Klang. Und das heißt ja, die Pure Audio hat ja dann 3 verschiedene Tracks. Stereo, 5.1 und 9.1. Das heißt, ich kann mit einer simplen Farbtaste einfach umschalten. Der normale Blu-ray-Player spielt es ja ab. Ich brauche nur einen neuen AV-Verstärker, der in der Lage ist, dann Auro 3D eben wiederzugeben. Habe ich richtig erklärt, ne? Absolut. Okay, super. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ihr habt ja hier eine ganze Menge Künstler in der Vergangenheit schon gehabt. Also wenn ich bei euch auf die Seite gucke, da ist ja Celine Dion ist mir unter anderem hängen geblieben. Ja. Da war der Peter Maffay aus Deutschland war da. Wann haben wir noch aus Deutschland? Ich war letztes Jahr noch da. Ja. Und dieses Jahr noch, und nächstes Jahr auch. Vom Deutschland Julian Nigel, Herbert Grönemeyer, Scorpions. Von Belgien viele. Von England, Amerika und das war in der Vergangenheit sehr viele und jetzt, seitdem wir seit 2,5 Jahren wieder aufhaben als richtig professionelles Studio, fängt es jetzt auch langsam wieder an, dass die Leute aus dem Ausland auch wieder erkennen und kommen, das geht da wieder und die machen auch noch ein bisschen mehr dann nur Stereo. Die sind auch da. Ja, die sind wieder da und die machen auch noch ein bisschen mehr als Stereo. Es ist auch wir sind jetzt in die Lage, die Leute zu erzeugen. Weil das ist jetzt, was von unserer Seite aus passieren muss. Die Studios hier sind so gebaut, dass wenn man für einen Kunde mischt und der will nur Stereomusik, weil das ist sein Bedürfnis, dann kann ich eine Taste drücken und gleichzeitig eben auch 5.1 hören lassen. Und wenn ich ins andere Studio nebenan bin, in Studio 1, auf der Euphonics-Konsole, dann kann ich eine dritte Taste drücken und sagen, und so ist es in 9.1. gleichzeitig. Und das ist da, wo die Effizienz dann reinkommt, weil man kann die 3 Produkte in einem Arbeitsvorgang präsentieren an der Kunde. Und dann passiert öfter jetzt, dass sie sagen, okay, aber wie das dann, wie was zu Hause und wie wo mache ich das und wie tue ich das? Und die hören sich 2-3 Nummern von ihrer eigenen Musik in dem Format an und sagen, jetzt muss ich mal nachdenken, und dann erklären wir denen den Pure Audio Blu-ray Prozess, den Auro Prozess, und wie sich das weitergeht. Und dann kommen sie dahin, dass eigentlich die Mehrkosten für das Machen von der Disc gar nicht so groß sind. Und dass das eigentlich ist, was die immer hören möchte, die 9.1, weil das entspricht der Gefühl der Musiker. Das war früher, wenn wir nach 5.1 angefangen haben, haben sie auch schon gesagt, ja, endlich mal Gitarren von hinten, das ist so wichtig, damit ich das auf die Bühne immer fühle. Und surrealistische Musik, wo sie sagen, endlich mal eine Dimension jetzt in 9.1, wo das Dach aufgeht, wo wirklich da Space ist und wo ich das, was ich geschrieben habe, auch wirklich dargestellt kriege in Musik. Weil da sind die Lautsprecher sind eine Verlängerung von das Arrangement, was der Komponist gemacht hat. Ob das jetzt klassisch ist oder Rock oder Contemporary oder nur EDM, also Electronic Dance Music. Es geht in jede Musikart. Und sogar die modernere Musikart profitieren davon. Also Dance Music ist, wie man es kennt für Jahre. Und jetzt habe ich eine Platte in 9.1 und ich bin jetzt neuer Fan.
weil der Musik eine Dimension kriegt. Ich sag dir, du sitzt da 2 Wochen lang und machst deinen Kopf so. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Voll durchdrungen. Ja, aber musikalisch, also das kommt eine Dimension zu jeder Art von Musik. Also speziell die modernere, also elektronische Musik, profitiert so davon, weil die Dimension, die da hinzukommt, zeigt eigentlich, was der Musik ist, was es behält. Und in Stereo ist es Tanzmusik. Und in 9.1 und in Auro ist es ein neues Erlebnis. Da würdest du wieder zu Hause hinsetzen, dein schönes Glas Wein nehmen und Dancemusik anhören. Ist ja fast wie Schwarz-Weiß gegen HDTV, ja? Fast, ja, eigentlich das Gleiche. Ja, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, in 4K manche Dinge anzuschauen, ist mir zu realistisch. Im Bild ist manchmal zu scharf. Und in Musik passiert das nicht. Ja. Und im Bild muss man das dann unscharf machen, aber in Musik passiert das dann nicht, wenn du die neuen Kanäle hast. Da die Dimension, die dazukommt, lässt der Gehirn, der Mensch, ein emotionales Erlebnis haben, die es vorher nie hat. Und das Gehirn muss das reproduzieren, es empfängt das. Es ist kein visueller Impuls, es ist ein reines Ohrerlebnis. Setzt sich hin und hört Musik und vergesst alles andere. Ist nachvollziehbar, kann ich nachvollziehen, haben wir bei uns ähnliche Situationen. Wir machen im Moment einiges an Überstunden, weil wir wirklich Spaß dran haben, da bei uns im Studio länger zu bleiben und das alles sich anzuhören. Also ich sag mal, Tiesto macht ja viel Live-Events ja auch, ne? Ist doch richtig, ne? Ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was man vielleicht in nächster Zeit von ihm sehen wird oder wo man ihn sehen kann? Ist irgendwas in nächster Zeit oder im nächsten Frühjahr schon bekannt? Okay, translate, please. Yeah, no problem. He makes a lot of live music events, yeah. Like on Ibiza or wherever. So, you know, maybe an appointment of next time where you make a big party. Oh, I really don't know. Okay. You really have to check his site and schedule. Oh, you can give me your telephone number. I can ask him. No problem. Okay, also weiß ich nicht ganz genau, weil der gute Mann ist wirklich sehr beschäftigt, der Tiesto. Und nur, worauf ich hinaus will, ist, ich habe jetzt bei den Galaxy Studios eine Live-Aufnahme mal gehört. Also wirklich eine Live-Konzertaufnahme mit Auro 3D abgemischt. Und auch das war wiederum gewaltig, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich stehe mitten zwischen den Zuschauern. Das war auf einem Platz, das war eine Jazzsängerin, die wir gehört haben. Und es war also auch ein absolut neuartiges Erlebnis. Kam auch mit keiner 5.1 Musik-Blu-Ray, die ich gesehen habe, irgendwo vergleichbar hin. Ist doch sicherlich auch eine Variante, die in Zukunft auch vielleicht für Tiesto und Co. mal kommen könnte, oder? Was meint ihr? I think, you know, I would love to see stuff like that. I mean, like Ronald said, every single source of music and sound benefits from 9.1. I love to do, you know, native creation of 9.1, recording in 9.1, recording of live performances, in which you get really immersed into the actual experience, which you cannot get from having a stereo sound. Even if you have the picture to it, you're still missing the whole ambience. So I can definitely see that happening. Was das Tolle an der ganzen Sache ist, dass wir jetzt von der kreativen Seite einfach Musik machen können in ein Format, was dann später bei der Kunde in Auro 3D zu Hause auch abspielbar ist. Weil wir können schon seit langem 9.1 und 11.1 und 13.1 und 16 fürs Theater auch schon mal. Also das machen wir eigentlich schon ganz lange als Audioformat. Nur Musik in 9.1 machen wir noch nicht so lange, weil es hat nie einen Zweck gehabt. Weil man konnte das ja nie abspielen oder zu der Konsument bringen. Weil jetzt Auro 3D ein Format gefunden hat, entwickelt hat, das auf einer Blu-ray sich abspielen lässt, lohnt es sich, das jetzt auch zu tun, in Musik in 9.1, weil dann zu Hause die Auro 3D-Knopf gedrückt wird und das ist das Gleiche, was wir im Studio gemacht haben. Jetzt an der kreativen Seite lohnt es sich für den Komponisten und Musiker und Produzenten, sich da auch drin zu vertiefen und, was er sagt, native zu komponieren und zu produzieren. Weil dann geht eine Welt auf, die noch schöner ist, als das, wenn man das nachträglich in Auro macht.
Okay, verstanden. Ronald, du hast erzählt, ihr habt in Amerika, habt ihr vor Fachleuten gemeinsam mit den Galaxy Studios eine Präsentation gehabt, die war vor einigen Wochen, Monaten. Ein Monat her. Und das war eine, weil das ist ja immer die Frage, die Leute fragen mich natürlich auch, ja okay, jetzt habe ich hier Lichtmond, Manu Diao, jetzt habe ich Tiesto, was kommt denn sonst noch? Ich weiß noch, es gibt eine Menge Klassik, die wir haben im Markt schon. Da wird ja nicht so viel gespielt, sondern wird einfach nur die Räumlichkeit der Halle, wo es vorgestellt worden ist, einfach 1:1 mehr oder weniger fast wiedergegeben. In einer wirklich sehr neuen Dimension auch. Wie war denn die Reaktion da bei den ganzen Fachleuten? Weil wir brauchen ja jetzt in nächster Zeit schon, wenn es geht, einiges an Content. Und ihr habt gesagt, ihr schafft im Moment so 1 bis 2 Produktionen im Monat, kann man hinbekommen. Gut, ihr habt da hinten noch ein paar Bäume wegmachen, habt noch ein bisschen Platz da, dann könnt ihr noch anbauen, ne? Oder Kantine wird Galaxy oder wer auch immer. Nein, aber ihr habt ja schon, das Potenzial ist da. Aber wie war die Reaktion der Leute in Amerika? Die waren total weggeblasen. Also die saßen da und manche saßen, ah, kann ich das nochmal hören und gucken dann das hier. Und das war für eine Gruppe von 80 Leuten, also großes Kreis mit 9.1 in Aro. Und da jeden Tag haben sie der Aro-Demo gemacht und dann am Ende der Tag habe ich dann Musik gespielt. Reine Musik und das dann aus dem Album direkt von den Files abgespielt und habe auch Chesto gespielt da. Und am zweiten Abend, das weißt du noch gar nicht, Dennis, am zweiten Abend, nachdem ich fertig war, war 2 Stunden später in dem gleichen Raum die Studentenparty von den AIS, von der jüngeren Abteilung. Und da waren ein paar von den Studenten, waren schon da, wenn ich Chesto gespielt habe. Die haben gefragt, ob sie das von den Party die ganze Abend spielen dürften in 9.1. Das ist das Einzige, was die gespielt haben. Ich bin dann abends um 10 nochmal vorbeigegangen und und das lief immer noch. Und ich verstehe das auch, weil das hat den total angetönt, weil auf einmal hat die Musik eine Energie bekommen, die es in 2 Kanäle einfach nicht haben kann. Und der Mensch reagiert körperlich darauf. Das geht nicht anders. Und da von den professionellen Leuten, die da waren auch Leute von Capitol Studios und von anderen Studios, die haben sich schon bei Aro gemeldet, beim Wilfried, und ja, wie machen wir das dann, wenn wir das auch machen wollen? Also da kommt auch Interesse von ein paar größeren andere Studios, die sagen, naja, wenn die das da machen in Europa, dann sollten wir vielleicht auch mal dahin gucken, weil es dann auch Produzenten gibt, die sagen, ja, ich will das auch machen, aber das mache ich dann lieber bei der Studio, wo ich immer arbeite, was man auch verstehen kann, und die kennen das dann. Also das ist eine Reaktion, die langsam geht, Zeit braucht, aber geht. Man redet drüber. Du hast vorhin erzählt, ihr müsst schon ein paar Mark 50 investieren, ein paar Euro, ne? Um, also es ist fast sechsstellig, ja, was man investieren muss. Also da muss auch schon ein paar Produktionen reinkommen. Und das heißt, ihr habt aber hier die Möglichkeit, auch in verschiedenen Studios mit Auro 3 zu arbeiten, weil ihr bestimmte flexible Komponenten habt, um dann von denen unter dem Studio reinzukommen, ja? Genau, alle 4 Studios sind Auro 3D vorbereitet. Also in jedem Raum kann man das entweder mischen, aufnehmen oder mastern, nur für das richtig hören zu können und verarbeiten zu können, haben wir ein Set, das wir von einem ins andere Raum transportieren, weil das für 4 Räume zu kaufen, da kaufst du ein schönes Haus für oder ein schöner Porsche oder 2 oder 3 Porsches vielleicht. Es ist mit aller neuen Technologie, wenn man es machen will, da muss man das wirklich richtig machen. Und das geht nur auf eine Art, und das ist die teure Art leider, weil dann kann man richtig Produkt bauen. Und wenn man von vorne weg schon die DALI-Version, der billige Version macht, dann hat das nie eine Chance. Weil dann ist das bei den Konsumenten funktioniert das nicht. Also muss man, so wie Galaxy das auch gemacht hat, muss man das einfach hoch ansetzen, da oben, und dann die Produkte generieren, weil dann werden sie auch weitere Arbeit generieren für die das machen, und auch fürs Produkt eine Benchmark sein, wo die Leute, so wie du, sagen kann, hier, hör dir das doch mal an. Weil wenn du das nicht machst, wenn du das nicht richtig machst, dann lohnt es nicht. Und ja, das ist leider eine große Investition, die wir in den Raum gesteckt haben, damit sie alle fähig sind, und wo wir das so gebaut haben, dass wir das immer in einen Raum bringen können. Und das braucht einen halben Tag, das umzubauen, und dann ist der Raum 9.1 fähig. Okay.
Okay, bestätigst mir ja auch meine Meinung, dass Wilfried unter anderem eben ganz klar darauf hinwachte, dass wirklich Qualität produziert wird. Er hat gewisse Anforderungen an die Hardware. Deshalb gab es auch am Anfang erstmal sehr hochwertige Verstärker. Und auch jetzt gibt es eben von Dan Marantz eben nicht die gesamte Produktpalette mit Auro 3D, sondern eben nur ganz bestimmte, weil wir brauchen einfach eine Mindestanforderung an Verstärkerleistung, an Einmesssystemen und so weiter. Und da geben wir natürlich auch gerne einiges an Informationen. Ja, was können wir noch fragen? Der gute Tiesto, wenn der 4 Lautsprecher braucht, if he needs 4 more loudspeakers for Auro 3D, I give you my address and there's no problem, I will visit him in America because he lives in Florida or he lives in Los Angeles, I think on the other side, no, on the west side, no? Yeah, well, he's traveling all the time, so, you know, he has a house on Ibiza, he has a house in Miami, in Stockholm, in the Netherlands. Also we are very close from the airport in Düsseldorf, so it's not a problem to pick him up. Exactly. Also, ich habe gerade gesagt, wenn er 4 Lautsprecher braucht, der gute Tiesto, dann kann er natürlich gerne zu uns kommen und da haben wir einiges dort und dann machen wir das. Okay, ich denke mal, das war doch schon mal sehr informativ. Ne? Da hat doch der eine oder andere sicherlich jetzt wirklich Lust drauf bekommen, das Ganze mal zu erleben und zu hören. Und ich sag mal, die Idee, die dahinter steckt, haben wir, glaube ich, auch ganz gut rübergebracht. Ne? Und ihr seid weiterhin voll begeistert und das ist ja erst der Anfang. Ne? Es ist erst der Anfang und ich hoffe noch von viel mehr, weil ich wirklich, wirklich dran glaube, dass das Auro 3D-Format für uns in der Musikindustrie das richtige Format ist, um Musik auf eine hohe Qualität in ein neues Format zu den Kunden zu bringen. Wobei der dann auch wirklich kriegt, was wir produziert haben. In hohe High Resolution, wie das dann sagen in Englisch. Die dann auch was kaufen, was Wert hat. Was dann in ein Jahr später nochmal einlegt und sagt, ah ja, geil. Das stimmt. Ich habe also auch festgestellt, dass die Leute, weil wir haben ja viele, die haben ein Heimkino und die hören jetzt wirklich dort Musik. Also wo sie normalerweise immer das Bild aktiviert haben, aber jetzt hören sie auch mal wirklich Musik. Und das ist auch wirklich eine schöne Erfahrung, kann man nicht anders sagen. Ich habe euch was mitgebracht, was ihr, glaube ich, noch nicht habt und was ich auch noch nirgendwo hier gesehen habe. Jetzt muss ich mal eben nach vorne gehen. Da werdet ihr jetzt staunen, weil ich habe euch ein Auro 3D-Schild mitgebracht. Ich habe noch ein weiteres Schild für den Tiesto, könnt ihr ihm gerne schicken. Allerdings wollt ihr, wie gesagt, die 4 Lautsprecher auch haben. Und was ich auch noch mitgebracht habe für euch, damit ihr, jetzt muss ich mal gucken, eine Hand, am besten nehmen wir das mal ab. Das ist eine, damit ihr hier die langen Nächte auch mal besser durchsteht mit einer Auro-Tasse, die wir hier haben. Da könnt ihr euch den Kaffeepot immer, ne, hier gibt es den großen Kaffeepot, oder heißt das so? Wie heißt das? Kaffeepot? Ja, Kaffeepot. Kaffeebaker, ja. Coffee Baker. Okay, ich werde heute noch mein Holländisch für Anfänger lernen. Ich sage vielen Dank. Das Beste für meine Ohren. Genau. Stimmt es, ja? Ah, ja, ist genau. Okay, ich hoffe, es macht euch Spaß und ja, ich sage vielen Dank, dass das geklappt hat, dass wir hier kurzfristig sein konnten. Wünsche weiterhin viel Spaß und Telefonnummer ist ja bekannt. Wenn ihr mal wieder ein neues Projekt habt, ich komme jederzeit gerne vorbei als kleiner rasender Reporter. Gerne, gerne. Gerne, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. So, das war's wieder. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und bis demnächst bei uns im Studio und wie gesagt, auf jeden Fall Auro 3D hören. Bis dann. Ciao.